Hey Leute und willkommen zurück bei Die Sims 4. Julia sitzt hier gerade am PC und macht irgendwie gar nichts. So soll es ja auch nicht sein. Wie sieht's denn mit den Pflanzen aus? Denen geht's soweit gut, oder? Ich weiß nicht, ob wir den Garten pflegen können. Das sieht gerade alles so frisch und toll aus. Was macht Julie? Julie muss zur Toilette und hat Hunger. Ja, dann... Ja gut, da solltest du jetzt vielleicht nicht rein, wenn der Ronny da oben ist. Das gibt nur wieder Ärger. So, und danach kannst du dir dann was zu essen holen. Spaghetti. 4 sind noch übrig. Ach, cool. So, du, meine Liebe, schaust jetzt erstmal nach deinen Pflanzen. Das ist gut. 10 ausgezeichnete. Leute, wir brauchen nur noch eine. Oh, das wäre so toll, wenn wir die jetzt bald kriegen, ne? Ist ja echt richtig, richtig gut. Wie sieht's mit Ronny aus? Ronny muss noch 4 Stunden angeln und 5 Fische aufhängen oder in ein Aquarium setzen. Ja, aufhängen finde ich ein bisschen blöd. Alternativ kannst du auch ein Aquarium in der Kategorie Büro des Baumodus kaufen. Klicke einfach auf Fisch hinzufügen. Das könnte man natürlich mal machen, ne? Das könnte man echt mal machen. Die Frage ist, wo haben wir noch Platz, um ein Aquarium hinzustellen? Naja, hier ist ja jetzt auch nicht mehr so viel Platz. Und ich möchte ungern noch eine Theke hier haben. Ich bin übrigens schon wieder unzufrieden mit allem hier. Ich würde es gerne wieder umbauen. Haben wir das Bild nicht mal verkauft? Ja, ich glaube schon. Und dann ist wahrscheinlich die Aufnahme abgeschmiert. Wie ist es denn hier im Zimmer von den beiden? Passt hier eventuell noch ein Aquarium hin? Baugrundlagen. Ja, danke. Das braucht ihr mir jetzt nicht erklären. Ja, vielen Dank. Ja, Objekte nach Zimmern. Ja, das ist sehr schön. Ich würde hier gerne in die Suche was eingeben. Oder aber ich mache es so. Deko. Ich möchte nicht Objekte nach Funktionen. Ja. Herrgott, diese ganzen... Ja, Zimmer bauen. Diese ganzen Tipps, ne? Weil ich es ja neu installiert habe. Lampen. Wo ist denn Deko? Innenaktivitäten. Gemälde und Poster. Wisst ihr was mit euren blöden Tipps? Lasst mich mal in Ruhe. Aquarium. So, haben wir da nur dieses kleine? Ja, ich meine, kann man machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Fisch hinzufügen. Was wollen wir denn mal da reinpacken? Den Kaiserfisch, der sieht doch ganz nett aus. Haben wir auch 2 von? Dann packen wir den einfach mal da rein. Och, ist gar nicht so schlecht, ne? Das geht sogar. Aber bitte, was sollen wir mit 5 Aquarien? Hier ist unser Silberfisch drin. Ja, aber der soll da auch bleiben. Das wäre richtig cool, wenn man viel größere Aquarien hätte. Warum seid ihr eigentlich so still? Ihr unterhaltet euch gar nicht. Mit Julie plaudern. Ihr seid echt mächtig still. Warum? Über neueste Spiele reden. Was macht Ronny? Er holt sich jetzt auch was zu essen. Okay, und wenn er gleich damit fertig ist, dann werde ich ihn ein bisschen umziehen. Vielleicht die anderen beiden auch, weiß ich noch nicht. Aber das Outfit hier geht überhaupt gar nicht. Das habe ich so nicht ausgesucht. So, hier waren wir bei den Pflanzen. Okay. Level 6 der Logikfähigkeit. Oh, ihr wollt euch umarmen, ihr zwei, aber schafft's nicht, weil ihr irgendwie so blöd seid und um den Tisch rumlauft. Und irgendwas stinkt hier mal wieder. Umarmen, ja gut, ich glaube, das funktioniert nicht so, oder? Kommt Ronny jetzt? Nein, Ronny ist ein bisschen daneben. Das heißt, du kannst alleine ein bisschen spielen. Mit Ronny plaudern. Du kannst mal eben schauen... Was singen, Lied singen, Lieder singen, Inspiration, Klimpern, Klavier. Ach, ich weiß ja nicht. Üb einfach mal ein bisschen Gitarre, das passt schon. Und Ronny, hast du jetzt aufgegessen? Du bist total müde, ne? Dann, weißt du was? Ziehen wir dich jetzt mal tatsächlich um, beziehungsweise euch. Aussehen ändern. Dafür ist noch Zeit. Keine Ahnung, wer das ist, der da so rumrennt. Aber gut. Sag mal, man hört gar nichts. Was ist denn da los? Habe ich irgendwas bei den Soundeinstellungen verändert? Ich hoffe nicht. Willkommen bei Erstelle ein Sim. Ja, vielen Dank. Ja,
für diese ganzen tollen Hinweise. So, es sind ja jetzt auch mit dem Update einige neue Sachen hinzugekommen, beziehungsweise mit dem Erweiterungspack, meine ich. Da sagt sogar Ronny, Ja, ich weiß ja nicht, das ist cool. Das ist richtig cool, nicht unbedingt fürs normale Outfit. Was haben wir denn bei den Hosen so Neues? Ich habe da auch noch gar nicht wirklich reingeschaut. Die ist neu, die ist neu. Accessoires. Ach, wie cool. Ja, Moment. Wir gehen nochmal komplett zurück, damit Ronny seine... Wo ist es denn? Seine Standardklamotten anhat. So, das passt ja. Das war sein Hochzeitsanzug. Den könnten wir jetzt eigentlich auch ändern. Ja, könnten wir wirklich. Beinbekleidung, Hosen. Nee, die ist aber nicht schön. Wir bleiben mal bei der hier, nur ich glaube, ich mache die nicht weiß. Es soll ja schon ein schickes Outfit sein. Ich meine, es ist ja ein Abendoutfit, aber... Nee, das sieht blöd aus. Das hier, das ist echt schick. Welchen Farben gibt es das? Nee. Nee. Moment, das ist ganz nett. Aber ich finde das hier noch am besten. Nur da passen natürlich die Schuhe gar nicht, ne? Was sind das für welche? Oh Gott, nein. Gibt es die denn in Schwarz? Ja, gibt es. So, kurze Unterbrechung, weil es gerade an der Tür geklingelt hat. Und wo war ich? Ach ja, genau hier. Ich wollte... Das ist die Alltagskleidung. Genau, ich wollte schauen, ob es noch irgendwelche tollen Accessoires gibt, aber... Ja, vielleicht eine Uhr. Ja, das geht schon. So, die Klamotten finde ich eigentlich ganz gut. Das kann so bleiben. Eventuell nehme ich mal die Brille ab. Ja, ja, doch, das ist besser. Weil er ja oft auch im Haus trainiert und dann sieht das mit Brille einfach so doof aus. So, jetzt geben wir ihm eine schicke Schlafhose. Wie wäre es mit der hier? Die Schuhe kommen auf jeden Fall weg. Ich weiß gar nicht, gibt es die hier auch in... Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße, nein. Ich weiß ja nicht. Dann vielleicht die hier. Oder doch die hier in einer anderen Farbe. Aber ich finde die Karo-Muster alle nicht so schön. Gestreift jetzt auch nicht unbedingt. Kriegt er einfach die graue an. Oder die. Nee, komm. Kriegt er die hier an. Und das passt auch. Sehr stylisch. Zieht er nur total selten an. So, das hier muss definitiv geändert werden. Das geht gar nicht. Das obenrum können wir eigentlich komplett ausziehen. Wow, was hat er überhaupt für eine Figur? So krass habe ich den gar nicht erstellt. Liegt wahrscheinlich daran, dass er so viel trainiert hat. Also das geht gar nicht. Das ist auch nicht so schick. Die gleiche hat Julian. Nee, ich glaube, dann bekommt er so eine. Lass mal die Flipflops weg, die brauchst du auch nicht. Und dann das hier vielleicht. Ist jetzt sehr bunt, aber... Ach komm. Ja, komm, kriegst du die hier. So, was ist mit euch beiden? Da sind eure Outfits eigentlich okay. Das ist in Ordnung. Das könnten wir ändern. Ja gut, das können wir aber bei Gelegenheit mal machen. Das muss ich ja nicht jetzt unbedingt machen. Weil wir wollen ja noch ein bisschen arbeiten gehen. Bei dir? Ach ja, das geht auch. Komm, so lassen wir es. Wo zur Hölle ist deine Gitarre, meine Liebe? Hast du die jetzt im Inventar? Platzier die doch mal hier bitte wieder irgendwo. Oh, und Ronny in seiner schicken Badehose geht ins Bett. Okay. Was machst du? Du spielst immer noch. Ja, ist auch in Ordnung. So, gute Nacht, Ronny. Ja, schlaf gut. Ja, das ist doch schon viel besser. Einfach so eine graue Schlafhose. Sieht doch schon besser aus. Jetzt hast du die Gitarre natürlich hier hingestellt, ne? Ich platziere sie einfach mal hier so. Was hast du vor? Sims Forever spielen? Ah, ich weiß ja nicht. Du wirst auch gar nicht müde, ne? Kann das sein? Was machen deine Pflanzen? Okay. Ah, wir können eine weiterentwickeln. Ja, ist es die hier? Aber die ist schon umwerfend. Ich glaube, umwerfend kommt nach
Was brauchen wir? Ausgezeichnet, ne? Glaube ich. Oh, das wäre so schön, wenn wir das jetzt hier endlich mal schaffen würden. Ja gut, du spielst Sims Forever im Zimmer, in dem Ronny schläft. Oh, die Pizzatante. Ist natürlich auch supi. Wer bist du? Auch irgendjemand. Ach, das ist die graue Rainbow. Ach, cool. Ach, ich finde es echt so toll, dass wir die jetzt hier alle mal sehen. So, es ist schon spät. Ich schaue noch mal eben, was die Pflanzen so machen. Sie ist sehr konzentriert. Das ist natürlich hier super und die ist jetzt makellos. Ach, schön. Sehr gut. So, sonst geht es dir ganz gut, außer dass du zur Toilette musst. Dann geh doch mal und danach kannst du mal wieder was Schönes malen. Das ging ja beim letzten Mal ein bisschen in die Hose, weil sie dann etwas gemalt hat, was wir schon hatten. Hier dieses Alien-Bild, klassisches Gemälde. Ach komm, wir machen danach mal ein großes. Und dir geht's soweit gut. Das ist schön. Was hast du vor? Oh, du möchtest sie umarmen. Säubern. Julie, gute Idee. Hier wird freiwillig geputzt. Das ist natürlich schön. Ja, das stinkt aber auch schon ganz schön. So, ich glaube, ich muss mal hier den Lappen zur Hand nehmen. Torg. Mal ein bisschen drüber wischen. Aha. Aha, da ist er ja schon. Gibt es eigentlich gar keine Putzfähigkeit? Das wäre doch so witzig, wenn einer irgendwie Putzen Level 10 hätte und dann alles immer super, super schnell sauber machen würde. Gut, schlafen kannst du gleich. Du gehst jetzt nach oben, das ist wunderbar. Und am Mittwoch gehen wir dann wieder zur Polizeiwache, ne? Ich hoffe, das kriegen wir noch ein bisschen in dieser Folge hin. Wäre echt schön. So, putz mal ein bisschen schneller, dann kannst du nämlich schlafen gehen. Hast du das jetzt ganz gereinigt? Naja, wahrscheinlich fast. So, ich mal wieder was. Ja, ich habe mal Lust, was klassisches, schwieriges Wort zu malen. Ja, erst mal überlegen, wie ich das am besten mache. Da Striche, da Striche. Oh nö. Ach nö, Julia. Nicht schon wieder die Eltern. Ach, Manu. Warum tust du das? Es geht doch nicht. Am Anfang hatten wir hier so eine große Vielfalt, ne? Und jetzt so langsam ist irgendwie nichts Neues mehr da. Schade. Ja, es ist ein Meisterwerk, das ist wunderbar. Wir rahmen das und dann werden wir das wie kopieren. Kopieren wollen wir das nicht. Ich will das verkaufen. Ja. Ist mir egal, dass das ein Meisterwerk ist. Wir haben es schon. Und wir gehen jetzt auch mit ihr ins Bettchen. So, jetzt lege ich mich erstmal hier zu meinem Schatzi Ronny. Wie ihr seht, bin ich selbstsicher an meinem selbstsicheren Gang. Sieht man das? Oh, Ronny schnarcht. Und lacht im Schlaf. Ach, wie süß. Ach, wie süß die sind. Wahrscheinlich steht Ronny jetzt als erstes auf, oder? Ja, natürlich. Oh, er steht kokett auf. Das ist ja ganz fantastisch. Und nimmt sich Spaghetti um 3:55 Uhr. Du schläfst auch noch ein bisschen, okay. Ich würde dir auch gerne mal wieder ein cooles Foto machen, ne? Vielleicht geht es gleich mal nach dem Essen. Jemandem einen schmutzigen Witz erzählen. Ronny, einen Tag Urlaub nehmen, bitte. Was? Nein. Ganz bestimmt nicht. Höheren Level der Angelfähigkeit erreichen. Weißt du, er macht es immer beim Essen. Oh Jedes Mal spinnt er so rum. yeah. Und danach denkt er halt, er ist der Geilste, ne? Ach, Ronny, weißt du was? Das können wir mal ein bisschen vorspulen, glaube ich. Ich hoffe nur, sie steht auf. Sie ist doch ganz ausgeruht. Sie ist doch ganz ausgeruht. Und wann muss sie zur Arbeit? Um 8, ne? Ja, 8 Uhr. Okay. Was ist mit dir? Ja gut, du kannst noch ein bisschen schlafen. Das ist in Ordnung. Was? Ronny, du kannst mich doch nicht einfach so anmachen. Nee, du bist der Ehemann von meiner besten Freundin. Wir sind nur Mitbewohner. Also so geht's ja nicht hier, ne? Nee. Kabla. Ihn interessiert es voll nicht.
Oh Mann, jetzt ist sie beschämt. Ja, Ronny, kannst mal sehen, was du anrichtest, ne? Da flirtet er die an. Och, Ronny. Und ist aber immer noch kokett. Er schämt sich nicht mal dafür. Er schämt sich nicht mal. Und jetzt chattet er wahrscheinlich mit irgendwelchen anderen Frauen, ne? Och, Ronny, so geht das nicht. Ich möchte mal gerne, dass du ein Foto von dir machst. Foto machen mit, Foto machen von. Wie ging das noch gleich? Man konnte doch auch selbst eins machen. Foto machen mit. Machen wir das mal mit ihr. Kann man denn alleine keins machen? Ich würde gerne mal alleine ein Selfie machen. Anscheinend geht das nicht. Ach, du duschst noch. Ja, Ronny, mach mal ein Foto unter der Dusche. Das ist ganz fantastisch. Ja, jetzt stehe ich hier rum und warte erstmal. Was ist mit dir? Warum stehst du nicht auf? Ah. Ich glaube wirklich, wir haben wieder den Schlafbug. Das ist so doof, ne? Echt blöd. Oh oh, hier hat sie alles nass gespritzt. Und jetzt kommt auch noch Ronny und will ein Foto machen. Ja gut, aber wenigstens ist sie jetzt selbstsicher. Jetzt geht sie erstmal zur Toilette. Umarmen. Ich glaube, Ronny will kein Foto mehr machen. Er hat einen anderen Plan. Oh, Süßer. Oh, Disa. Ihr Süßen, warte, dann mach ein Foto mit ihr. Beide in euren Schlafklamotten, das ist doch supi. Foto machen mit. Julia. Gehorst nicht. Yay. Angie. Selfie. Oh. Oh, die sind so süß. Moment mal, wenn ich das drehe, sieht das dann... Nee, das sieht nicht besser aus. Ach, wie cool. Ich finde das so toll. Aber die Filter... Oh Gott. Die Filter sind ja immer ein bisschen doof, ne? Komm, wir machen ohne Filter. Yay! Und eins ohne Blitz. Ach, wie schön. So, und dann, wie ging das noch gleich? Haben wir hier das Foto zur Erinnerung hinzufügen. Ich weiß nicht, ob man das immer machen muss. Wahrscheinlich nicht, aber ich mache es halt gerne irgendwie. So, und dann konnten wir das doch irgendwie auch... Konnten wir das nicht rahmen? Ach doch, aber erst, wenn es an der Wand hängt, ne? Da hatten wir uns doch die hierfür ausgesucht. Ronny muss ins Krankenhaus. Nee, nee, den schicken wir alleine los. Können wir noch mal eben schnell... Ach, wie süß. Wie süß die einfach sind. Rahmen hinzufügen. Ach, toll. Wir müssen aber definitiv dann auch noch welche von Julie machen. Was? Julie ist zur Arbeit? Nee, sie muss in der Stunde. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Was macht sie jetzt noch? In Foren provozieren. Ja, ganz fantastisch. Gut, Leute. Ich werde die Folge aber jetzt an dieser Stelle schon mal beenden. In der nächsten Folge geht's dann wieder arbeiten. Ich freue mich. Oh, die traurige Laura da vorne. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Moment mal, wer läuft denn hier jetzt immer alles rum? Ach, du bist diese komische. Gut, die mit dem undefinierbaren Namen. Ist das Anne-Klee? So viele Leute, die ich hier noch nie gesehen habe. Aber na gut. So, ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das sieht richtig gut aus. Mit diesem Bild verabschiede ich mich und sage bis morgen. Tschüss.